Hallo zu Kerbal Space Program. Und ja, ich habe heute vor, mal zu gucken, was für kleinere Tests hier ich machen muss. So. Kerbal Hedge. Okay. Ups. Was ist denn das Skipper-Triebwerk? Aha. Das müssen wir also auf dem Mond testen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ob wir wirklich schon so weit sind, dass wir... Cancel, ach. Testen wir, ob man nicht mehr dieses Heat Shield touchen kann. So. Launch. Test erledigt. Recover Fiese. Ich teste mal den Exeter. So. Energy, Electric. Oder kann ich den via Panels? So. Oh Gott, da wird doch nicht wirklich. Bauen wir dann noch mal eine Batterie runter. Und zwar für Science-Teile bauen wir denn damit dran. Ach, ab mal haben wir hier so ein Teil hier dran. Ich bereite jetzt so meine Mission mit den Satelliten vor. So. Communication.
Sieht dann nach geradeaus. Na, naja. So. Strom, Strom, Strom. Open. Da werde ich jetzt die Science-Teile einbauen. Da haben wir Science. Ein. Ein Mystery Goo. Ein Temperaturteil und ein Pressure-Teil. Close. Okay. Main proper probe set has an antenna and can generate power. Check. To year orbit. Maintain stability for. Okay. Na gut. Versuchen wir das Beste. Dass unser nope, es fehlt noch was. Red Flight. Uplink nicht. Toll. So, und hier bauen wir noch und weil so schön ist, nochmal 4. 3, na gut, 3 reichen. Launch. Das Modul, okay. Ist das jetzt ein SAS-Modul? Bauen wir dieses Teil da auch noch dran. So. So, jetzt haben wir das. So. Okay.
Hoffentlich reicht das jetzt. Och nö. Und wir haben auch wieder, ich habe wieder nicht gespeichert. So. Safe game. Safe.
Oh. Optimal nicht. Nee, ich muss wieder wohl laden. Für mich ist das ja schon hier kulturell. Noch paar Sekunden warte ich. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Komm. Open. Was heißt denn Reasonable Deviation?
Na gut. Keine Ahnung, was das jetzt heißt. Na gut, ich sage dann mal Tschüss bis zum nächsten Mal und ich suche jetzt mal raus, was dieses Reasonable Aviation heißt. Na gut, bis dann, tschüss.